Herzlich willkommen zur Bübs Bilanz. Heute könnte man, wenn man wollte, einen runden Geburtstag feiern. Der Flughafen Frankfurt wird 80 Jahre. Ja, ist unglaublich, ne? 1936, die Jahre vorher war da nichts als Wald, wo jetzt dieser riesige Flughafen ist. Nichts als Wald, also Holz sozusagen. Und dann hat man angefangen. Hat dann da mit der Säge dann Breschen reingeschlagen und dann schon bald landeten dann die Flugzeuge. Das ganze Equipment wurde beigebracht. Na, und jetzt wird das Ding 80 Jahre. Der Flughafen Frankfurt hat ja alles erlebt. Ne, vom Zeppelin Hindenburg, der da abgehoben ist, die Nazi-Bomber, die nach England und sonst wohin geflohen sind, die Rosinenbomber, die West-Berlin nach der Abschottung durch die Sowjets dann versorgt haben. So, das alles ging vom Flughafen Frankfurt ab, Startbahn West. Ne, da habe ich überhaupt erstmal die ganzen Grüngebiete rund um den Flughafen kennengelernt. Ne, das Hüttendorf und sowas, wunderbare Gegend. Also das waren meine ersten Jahre hier in der Region. Ja, das hat der Frankfurter Flughafen also erlebt. Und heute jetzt zum Geburtstag werden wahrscheinlich auch Delegationen dann anreisen, Chöre hier von Fluglärmgegnern aus Mainz und aus den anderen umliegenden Ortschaften, ne, die werden dann da vielleicht Happy Birthday singen. Und die gute Nachricht ist, das ist jetzt rechtefrei. Das heißt, man kann einfach das singen und muss nichts dafür bezahlen. Happy Birthday ist jetzt lange genug in der Welt, dass es rechtefrei ist. Jedenfalls kann es natürlich sein, dass die dann das in Gebärdensprache singen müssen, weil man das sonst nicht mitbekommt. Ne, das ist ja derartig laut geworden mittlerweile, das ist unglaublich. Aber da wird jetzt dran gearbeitet, es gibt jetzt mittlerweile Flüsterflüge, also wo die Stewardessen dann schon beim Anflug aufs Rhein-Main-Gebiet sagen, also, wenn Sie jetzt bitte leise sind und die Läden zurücknehmen und so. Wir nähern uns jetzt den bewohnten Gebieten. Und ich selbst habe dann natürlich mir mittlerweile ein mentales Modell zugelegt, wenn ich dann so im Bett liege und über mir die Flieger sausen. Ich denke, wenn du jetzt ein Taschenlämpchen anmachst und hochguckst, kannst du sehen, wo die herkommen. Ne, wenn ich dann da so liege, jedenfalls, dann stelle ich mir einfach vor, wie geht's den armen Menschen oben in der engen Kabine? Ne, so junge Eltern mit ihren quengelnden Kindern, die überlegen, Verhütungsmittel, das wäre es doch gewesen. Ne, überhaupt ist das ja bei so Langstreckenflügen, wenn man da so sitzt, das ist ja schon auch ein Weg, dann die menschliche Natur näher kennenzulernen. Ne, sie sitzen da so ganz entspannt, lehnen sich zurück und dann macht vor ihnen der Mensch, macht dann die Rückenlehne zurück. Da erwacht der Neandertaler in ihnen und sie wollen ihn meucheln. Ne, das geht jemals alles hier in Frankfurt ab. Das ist unglaublich. Dem Frankfurter Flughafen geht's ja gut, während der Flughafen Hahn ja ständig kurz vor dem Aussteht. Ne, jetzt gerade hat dann wieder Furore gemacht, dass diese chinesische Firma, die den kaufen wollte, einen Edelsteinhändler beauftragt hat mit den Verhandlungen. Da fragt man sich natürlich, warum machen die das? Es ist aber naheliegend, einen Regionalflughafen heute in Deutschland zu verkaufen. Das ist so schwierig. Und die Käufer sind so selten. Da ist jemand, der sich mit seltenen Dingen wie so Edelsteinen und so was auskennt, ist die Idealbesetzung, das zu machen. Ne, das ist wunderbar, ne, weil der Chinese sagt ja auch, ob jetzt da ein Regionalflughafen besteht oder nicht besteht, ist doch so wichtig, wie wenn in Rheinland-Pfalz ein Sack Reis umfällt. Ne, ich komme aber mal zurück zum Fliegen. Jetzt ist ja natürlich das so, dass man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Einerseits der Fluglärm, andererseits will man auch gerne fliegen, jetzt gerade die Urlaubszeit. Ne, man hört jetzt sehr schön im Hintergrund. Und da gibt es Menschen mit Flugangst. Und denen will ich was zum Abschluss mit auf den Weg geben, was so ein alternder Rockstar mir mal gesagt hat. Der hat gesagt, weißt du, Büb, ich sitze beim Flugzeug immer ganz vorne. Weil wenn das abstürzt, kommt da nochmal der Getränkewagen vorbei. Machen Sie es gut.